Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Priester, Jesus, du Erwartung aller Völker, mit höchster Ehre sollten dich alle Fürsten und Völker empfangen. Stattdessen verweist man dich aus der Stadt, aber nicht in glanzvoller Bekleidung, sondern von einer Flut von Spott und Hohn begleitet. Und du stürzt beim Ausgang der Stadt auch im Geheimnis des Altares wäre zu erwarten, dass Fürsten und Volk sich vor dir niederwerfen und dir huldigen. Dagegen wurdest du infolge falscher Irrlehrer aus vielen Kirchen verwiesen und an noch übrig gebliebenen Orten wirst du von den Deinen verlassen, ja sogar vom Heiligtum ihrer Herzen ausgeschlossen. Von ganzem Herzen bereuen wir unsere Versäumnisse, da wir dir im allerheiligsten Sakrament keinen Besuch widmeten, dich außer Acht ließen und für dich tagsüber keine Zeit aufgebracht haben. Erbarme dich unser, o Jesus, erbarme dich unser. Durch die Verdienste deiner Leiden erbarme dich unser. Schmerzhafte Mutter Gottes, Königin der Welt, bete mit uns. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, gekreuzigter Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer.